Ladies and Gentlemen, willkommen an der Ibiza Reunion Party im wunderschönen Leo-Restaurant Zürich. Ihr seht alle wunderbar sexy aus. Es ist mir eine grosse Ehre, das Dinner heute zu eröffnen mit einer Show mit einem unglaublichen Gast. Der Gast ist kein geringer als der Gastgeber von diesem wundervollen Abend. Er ist der Party-Tigger unter allen kleinen Katzen. Er hat einen Nightlife-Award für sein Lebenswerk bekommen. Er ist eine Party-Legende. Auch besser bekannt als Mr. Ibiza himself und Le Concierge de la Bohème Internationale. Ladies and Gentlemen, macht bitte einen riesengroßen Applaus für Ulysses Brown! Komm auf Berlin zu mir, Ulysses! Jawohl! Ulysses! Hallo, hallo! Ah, komm, nehmen wir Platz! Eieieiei! Hey, was du machst für Sachen, du! So, Ulysses, schön bist du da. Ja, danke. Du siehst danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Du siehst aus wie aus dem Ei gepellt. Ja, wo kommst du gerade? Sag mal schnell. Ja, aus Ibiza mit Verspätung. Ich weiß, Ulysses ist nur einmal da. Aus Ibiza mit Verspätung. Okay, ja. Aus Ibiza. Ulysses, wir reden heute ein bisschen über dich, über dein Leben. Oh oh. Wir gehen ganz zurück an Anfang. Du bist mit 12 in die Schweiz gekommen und nachher nach Ibiza ausgewandert. Kannst du ganz kurz erzählen, wie das passiert ist, dass du ausgewandert bist? Ganz kurz. Das liegt, wenn man so eine Glatzspalte von deiner Freundin halt liest und dann in die sehen gerade einen Bericht über Ibiza, Aussteiger und alles und Hippies. Und ich denke, ui, das hört sich interessant an. Ja. Und dann mal als Tourist runter und dann habe ich entdeckt, dass, wow. Gerade verliebt. Total. Aufs erste Mal. Aufs erste Mal. Ist mir auch so gegangen. Ich bin das erste Mal gewesen. Und ich werde nie mehr Ibiza loslassen. Ich werde immer wieder kommen und ich werde so lange machen, bis ich da eine Party machen kann. Ja, hast gemerkt, verdienen. Du bist schon zweimal schon. ganz kurz, wir müssen schnell an der Bar ein bisschen Ruhe haben, wenn es geht, dass wir Ulysses besser verstehen, wenn das geht. es tut mir leid an alle, es gibt keine Drinks im Moment, weil wir müssen hören, was Ulysses erzählen hat. Nein, das hört sich gut an. Es tut gut, oder? Ja. Studio 54 in New York ist der Club überhaupt und deine grosse Inspiration. Und dort hat es so wilde Storys gegeben. Hast du eine Story, was dort passiert ist, die du kannst erzählen an einer Party? Ach du Heilige, du fragst mir Sachen. Ja, das haben wir gerade eins in den Sinn. George Michael. Kennen wir? In Ibiza, in Amnesia, wo es gerade das Video dreht, den Club Tropical für die Wham. Und bei uns als Gast war und dann hat er gerade so aus. Ein Barman bei uns einen Cocktail vorbereitet, so für Gäste, als willkommen trinkt. Bis wir gemerkt haben, dass es ein spezieller Cocktail war. Und plötzlich sind wir alle am Fliegen. Kein Wunder, es war ein Ecstasy-Cocktail. Ja, Ibiza halt. Ein sehr guter Cocktail. Ich hoffe, dass wir den heute auch bestellen können. Was macht denn eine perfekte, was macht denn eine perfekte Party eigentlich aus? Was brauchen wir? Was sind die Zutaten für eine perfekte Party? Ja, erstmal, jetzt fängt schon an, die Türe. Schauen, wer reinkommt, wer nicht. Ja, also bei mir kommen sowieso keine Chaoten rein. Oder sonst, also. Okay. Und der passende DJ. Ja. Ja. Es ist immer wichtig, dass wir die richtige Musik haben, den richtigen Vibe, oder? Und ein guter Türsteher, der weiß, wer Problem bringt. Der kann das ein bisschen an die Augen ablesen. Denke schon, ja, hat ja. Das im Gefühl, oder? Du hast Swiss Nightlife Award für dein Lebenswerk bekommen. Ach, was hat dir das bedeutet? Ist das wie ein Grammy, wie ein Oscar? Oder hast du gesagt, der verstaubt im Regal? Was hast du mit dem gemacht mit dem Award? Doch, hat mich schon ein bisschen stolz gemacht. Du hast doch gezeigt, dass ich etwas richtig gemacht habe und dass man gemerkt hat, was ich überhaupt mache und was ich gerne mache. Und ja, hat mich ein bisschen stolz. Kann man auch stolz sein, glaube ich, für das Nightlife Award muss man sich auch verdienen, oder? Du bist der Concierge de la Bohème International und du hast einige VIPs auf Ibiza schon dürfen empfangen und betreuen, oder? Und ich weiß, du darfst nicht viel erzählen, aber ein kleines Geheimnis über einen VIP, zum Beispiel Robbie Williams bestellt immer Wasser ohne Kohlensäure oder irgendetwas. Hast du irgendetwas, wo man kannst erzählen? Ich bin von der ja. Leute. Ja, du, das war am Anfang, als ich in der Meile eine Bar hatte und den Modemacher, wie hat er noch geheißen? Ein Modemacher. jetzt habe ich einen Blackout, ja.
wo mir der ganze Abend hat, weil mich abschleppen hat wollen. Okay. Jetzt ein bekannter Modemacher. Also er ist an dir interessiert sie. Ja, ja, sehr, ja, okay, ja, ja. Sehr spannend. Wie hast du abgewimmelt? Was hast du gesagt? Ja, keine Ahnung. Du. Das war der Galliano, nur zum Sagen. Ja. Okay, okay, ja, ja. Okay. Ja, du, ich meine, hey, die Liebe fällt hin, wo sie hinfällt. Oder Nein sagen kann man immer noch, oder? Ibiza ist auch Flower Power und 60s. Ich habe das selber auch gespürt, wo ich dort war, auf dieser Insel. Was macht denn echter Hippie aus heutzutage? Ja, das ist eine Lebenseinstellung. Ja, Love and Peace und jemand, der ein positives Leben. Gerade heutzutage, ja, weil wir so viele Probleme haben und ja, man muss ja nur den Nachrichten sehen und ja, es ist eine Lebenseinstellung, ein Hippie. Ja. Also ich glaube, es ist eine Lebenseinstellung, oder? Und eine sehr positive Lebenseinstellung. Was ich in Ibiza gespürt habe, die Leute sind miteinander und nicht gegeneinander. Sie sind füreinander und nicht gegeneinander. So ist es, ja, ja, genau. Das ist schon speziell. Ja. Zürich lebt aber in dem Sinn, können wir uns nicht beschweren. Auch in Zürich haben wir ein grosses Nightlife. Ja. Exzessives Feiern wird auch Escapism genannt. Das ist ein neues Modewort. Wovor flüchten wir alle? Warum flüchten wir eigentlich? Ja, gerade heutzutage vom Alltag. Also, ja. Ja, der und Alltag. Ja, man, ja, in wo gibt es einen schönen Ort, also mit einem Club, ja, mal in den Ausgang gehen und dann dich einfach mal gehen oder Alltags vergessen mal und mal in Musik tanzen und mal an schöne Sachen dran denken. Ja, weil, ja, den Alltags vergessen. Es ist der Alltag, wir haben ja genug Probleme im Alltag, wie du schön sagst, oder? Und dann tun wir am besten ein bisschen feiern, finde ich auch so. Aber es muss immer in Masse sein, meine lieben Freunde, natürlich, oder? Du sagst immer nicht. So schön. Warum glitze ich eigentlich so schön? Nein. Wer hat dich eingekleidet? Tut das deine Frau machen? Nein, tust du das selber machen? Nein, oder der Galliano? Wer tut dich? Nein, tut ich mich selber. Nein, ich selber. Ja, ja. Okay. Heute ein bisschen elegant. Also heute sehr elegant, aber das passt. Passt auf jeden Fall. Und warum ich so glitzere heute? Ja, wunderbar. Ja, das ist natürlich auch nicht zufällig in meinem Kleiderschrank hineingelegen. Sunitasuits.com, danke vielmals, dass ihr mich so wunderbar einkleidet. Ja, da wird wunderbar. Absolut, hey, man gönnt sich sonst nichts, oder? Jawohl, Applaus! Applaus an dieser Stelle! Jawohl. Irgendwo muss ich auch glänzen. Du hast in einem Interview mal gesagt, du vergötterst Frauen, was wir auch gemeinsam haben. Du verstehst dich viel besser mit ihnen als mit Männern. Warum? Ja, warum? Die sehen schon mal interessanter aus. Die würden nie einen Krieg anzetteln, ja, wie man. Habe ich auch immer gesagt. Ja, ja, und ja, viel interessanter. Ja. Ja. Ich glaube auch, Frauen würden nie den Dritten Weltkrieg anzetteln. Ich glaube, wir hätten vielleicht gar keinen, wenn wir ein bisschen mehr den Frauen würden Entscheidungen zulassen. Du hast Weltstars beherbergt wie Justin Bieber und Johnny Depp. Das habe ich, ja. Und viele Leute denken immer, die sind anders als wir, die sind so anders, aber du kannst das sagen, sind sie wirklich so viel anders? Die haben doch auch die gleichen Ängste wie wir und die gleichen Probleme. Ja, oder? Und doch sind die anders. Ich lebe schon, in der Welt, wo sie leben. Und die spielen ja auch eine Rolle, ja. Und viele auf der Bühne und die sehen die Sachen schon anders und die können das auch leisten. Die haben das Luxus schon in einer anderen Welt leben, wo wir weit weg von denen sind. Dann merkst du erst, wenn du mit denen etwas zu tun hast. So. Ja, schon du und ich, aber doch, wenn man Johnny Depp sieht, also diese, wenn in ein Lokal reinläuft und alles, das ist eine Aura, das ist etwas, Eine Aura, eine Ausstrahlung. Total. Kann man das lernen und üben oder ist man so? Ist man als Star geboren oder kann man das lernen? Nicht. Ja, genau. Ja. Ja. Man hat es oder man hat es nicht. So ungefähr, das gewisse ja. Etwas. Ungefähr. Was macht denn jetzt, ihr habt auch DJs, sehr berühmte DJs in Ibiza, die immer wieder auflegen, oder? Sehr viele, DJs, ja. Oder? Ist es dort auch so, kommen die mit der ganzen Entourage, haben die Bodyguards oder sind es wirklich nur die Hollywood-Stars, die alle sagen, oh, schau, jetzt kommt der. Ja, oder gut. Ist es nur bei den Topstars so, dass die Leute nervös werden? Nein, meistens schon. Also was ich gemerkt habe im Leo, wo ich dort gearbeitet habe und die betreut habe, die kommen schon, viele kommen mit zu vielen Bodyguards, dass wir die Hälfte von denen immer rauslassen
Wir laden denn zum Essen ein extra, weil wir haben selber Security, ja, von dem sehr professionellen Security, ja. Weil da sind sehr viele Berühmtheiten auf einem Hof, und da muss man eine große Sicherheit bieten, ja. Das ist sicher wichtig. Ich meine, man hört immer wieder im Ausgang, dass die Leute durchdrehen, es gibt Schlägereien, alles. Aber in Ibiza habe ich das nicht so erlebt. Dank dir habe ich einmal im Leo sein einmal. Ist das in Ibiza auch so, dass sich die Leute dort ab und zu mal auf den Grind geben? Oder ist es nur Peace, Love and Harmony? Nein. Das ist nicht. Das ist Peace and Harmony. Da könnt ihr auch nicht leisten. Das ist schon so. Kaum, noch nie einen grossen Fall gegeben in den Clubs und so. Da ist wirklich Peace, Harmony. Man wird Spaß haben und alles. Und keine Aggressivität und so. Das ist. Die sind überhaupt nicht willkommen. Also, das ist die, cool. Ja, da ist schon, ja. Wo wir in Ibiza waren, haben wir natürlich auch dich gefragt, woher müssen wir gehen, was müssen wir sehen, was sind die Hotspots, oder? Was muss man als erstes in Ibiza sehen? Jetzt für jeden, der noch nicht in Ibiza war oder einmal will gehen, was ist der erste Tipp von dir, wo du sagst, das musst du gesehen haben? Du kannst nicht zurück von Ibiza, wenn du dort nicht warst. Gibt es etwas? Ja, es gibt viele neue Hotspots in Ibiza, wie das High Club, ja. 528 ist ja. Auch etwas ganz Neues. Indochine. Gibt es ja. In Ibiza? Der von London, das gibt es auch ganz neu. Und es gibt nächstes Jahr, war überraschend, aber das ist noch geheim. Ja. Und das wird auch in der Playa in Bossa sein. Und ja, und dann ist noch das Amnesia, das Leo, das. Underground Club. Also vieles, was man machen muss, wenn man eigentlich auf Ibiza geht. Ja, wir haben über 10 Top-Clubs weltweit, die dort betreten sind. Das ist viel. Aber wenn man jetzt auch entspannen will, gibt es auch Orte in Ibiza, wo man kann relaxen kann. Sagst du auch, weißt du, Party ist schön, aber du musst auch mal ein bisschen runterkommen. Es gibt schöne Strände. Gibt es da auch noch einen Tipp? Ja, wunderschöne Strände, ja. Das Agua Blanca. Calabasa und Salina selber ist schön. Also nicht nur die Beachclubs, sondern auch, wo man chillen kann und so, ja. Eben, ich sage, ihr müsst auch feiern, aber ihr müsst auch wieder ab und zu erholen von dem Ganzen, oder? Du selber, du bist eigentlich Ambassador im Moment im legendären W Hotel in Ibiza, wo ich sehen, oder? Genau. So ein junger Mann wie ich, der noch viele Träume hat, grosse Träume und noch viele Sachen vorhat. Wie kann ich dort eigentlich auf die Bühne kommen? Gibt es eine Möglichkeit dort? Was meinst du? Was muss ich machen, damit ich dort eine Chance bekomme, wenn ich schon mal dabei bin? Ja, wenn das W Hotel nächstes Jahr noch steht, ist alles möglich. Dann ist alles möglich. Das schaffst du schon. Das hoffen wir. Ja. Du bist der Partykönig. Im Schweigekloster, wenn du jetzt ins Schweigekloster gehst, wie müssen wir uns den ersten Tag vorstellen? Was macht Ulysses im Schweigekloster? Ach du Heilige, du fragst Fragen. Ja, der Bibliothek gespenstisch. Also lang wirst du es nicht aushalten dort wahrscheinlich, oder? Der wird gespenstisch, ja. So, jetzt, du bist ein Lebemann. Das ist so ein Begriff, zum sagen, okay, ein Mann lebt sein Leben in vollen Zügen. Es gibt aber auch viele Couch-Potatoes und Pantoffelhelden. Weißt du, Netflix und Chill, den ganzen Tag ein bisschen vor dem Fernsehen hängen. Was sagst du diesen Männern, die ein bisschen mehr aus sich rauskommen? Was ist dein Tipp, vielleicht auch mehr zum draussen jemanden kennenlernen? Was sagst du zu allen Pantoffelhelden und Couch-Potatoes? Ja, in Bewegung bleiben und nicht. In Bewegung bleiben und nicht an der. nicht an der Zoppe rumliegen. Also in Bewegung bleiben. Immer in Bewegung bleiben, meine lieben Freunde. Ibiza ist auch bekannt natürlich für schöne Frauen. Hast du einen Nummer 1 Flirt-Tipp für alle scheuchen Männer? Weißt, es gibt ja in Zürich immer noch ein paar Männer, die scheuch sind, oder? Ja, was würdest ja. du ihnen sagen? Hey, mach das, so lernst du eine Frau kennen. Gibt es irgendeinen Spruch oder irgendetwas? Aber keine blöden Sprüche. Keine blöden Sprüche, ja. Okay. Das heisst immer schön respektvoll wie ein Gentleman. Oh yes. Ja, und weniger ist mehr wahrscheinlich, oder? Wir haben ein berühmtes Format in der Cora Sanchez Show, das heisst Klipp und Klar. Oh oh. Dort haben wir immer zwei Begriffe und du musst dich für einen entscheiden und ganz kurz sagen, warum. Bist du bereit? Ich bin bereit. Gut. Okay. Wir starten einmal. Ibiza oder Zürich? Ibiza. Warum Ibiza? Ach, du fragst. Ja, wieso?
Das Lebensstil, das Lebensstil, was ich gerne habe, ist Schmela halt, Dolce Vita. Das ist es, ja. Ching Ching oder Bling Bling? Bling Bling. Bling Bling trifft mehr, trifft mehr auf Ulysses zu. Galle Rouge oder Basil Smash? Was bestellst Basil du hier? Basil Smash. Ja? Ja. Habe ich vorher gerade gehabt. Der Bar übrigens kann ich empfehlen. Super Barkeeper und super Drinks da. Grossdiskothek oder Privatclub? Wo fährst du mittlerweile lieber? Privatclub. Ja. Ist das immer so gewesen oder bist du früher mit 20 noch in der Grossraumdiskothek gewesen, am Raven? Ja, gut, ich bin nie der typische Rave gewesen, aber kenne in Clubs, ja. Aber viel in Privatclubs, ja. Eher Hände oder Popo? Hände. Hände? Ja. Das heisst, wenn man die Hände einer Frau sieht, sieht man alles. Fast alles. Weiß man vieles. Fast alles. Lebenslinie übrigens ist da der grosse Dings da. Bin dumm, he? Einfach, dass ihr das wisst. Beach Club oder Kloster? Wo verbringst du lieber Beach Club. Welle? Gute Frage. Jetzt hätte ich gesagt, in Chiringuito Blue, aber wir sind kein Beach Club. Ja. Nassau ist okay. Nassau ist okay. Ja. New York oder Hollywood? New York. New York, New York. Aber ganz das sicher. Ist schnell gegangen. Ja. Was hat dir denn so gefallen an dieser Stadt, New York? Hat sehr viel gemeinsam mit Ibiza, wenn man etwas erreichen will, dann in New York oder in Ibiza. Ja, das stimmt. Hat schon der Frank Sinatra gesagt, oder? Cocktail oder Grüntee? Was kommt eher auf den Tisch? Cocktail. Du kannst jetzt nur noch einen Cocktail für den Rest deines Lebens trinken. Was ist das für einen? Bei dir? Cocktail. Ich habe keinen typischen Cocktail. Was ist dein Favorite Drink überhaupt? Gin Tonic. Gin Tonic. Ja gut, Classic, und ein Skübli. Ein Skübli muss es sein. Ein Skübli geht immer. After Hour oder Morgen-Yoga? Jetzt Morgen-Yoga, früher After Hour. Früher After Hour, gut. Exzess oder Winterschlaf? Winterschlaf. Jetzt Winterschlaf. Ja. Auch früher eher Exzess? Winterschlaf. Diese hedonistische Lebensweise, wohin führt uns das alles, meine Freunde? Luxus oder Minimalismus? Luxus. Was ist mehr Ulysses? Luxus. Luxus. Was ist wahrer Luxus? Ist das einfach nur eine schöne Zeit mit Menschen, die man liebt? Oder muss es auch materielle Dinge haben? Nein, weniger materielle, mehr mit tollen Freunden. Ich bin heute Abend, ja, da die Hand da vorne. Ja. Applaus für unsere Freunde heute Abend. Ja. Applaus. Schön sind ihr alle da. Das ist so. Die richtigen Leute muss man haben, gell? Ja, das mit der ersten Reihe. Und dann sind wir schon reich, das ist richtig so. Bob Marley oder Dalai Lama, mit wem würdest du am Abend essen? Bob Marley. Bob Marley. Yes. Was denkst du, was würde er erzählen? Hey Mann, keep it simple, smoke. Oder was? Was ist Bob Marley sein Geheimnis? Ich bin gar nicht der Smoke-Typ. Deine Lebenseinstellung und die Musik habe ich immer toll gefunden, ja. Er hat auch immer rebelliert, aber trotzdem für den Frieden eingestanden. Finde ich sehr interessant. Ja. Spaziergang am Strand oder eine Wanderung in den Bergen? Spaziergang am Strand. Ja, das ist ja klar gewesen, oder? Jetzt kommt eine ganz wichtige Frage, vor allem in den aktuellen Zeiten, wo, wie du sagst, sehr schwierig auch ist. Es ist nicht alles nur eitel Sonnenschein. Für mich immer wichtig Weltfrieden. Das ist immer meine letzte Frage bei Klipp und Klar. Und meine Frage ist, was müsste passieren? Gibt es eine Chance auf Weltfrieden in deinen Augen? Und wenn ja, was müssen wir machen? Ja, ich hoffe sehr, ja. Ich hoffe sehr, dass alle mal das. Ja. Mal das eine Interesse zeigen und sagen, jetzt ist Schluss. Ja. Ich glaube. We hope so. Wir hoffen es auch. We want peace. Peace, love and harmony. Peace, make love and not und war. Wenn ihr Aggressionen euch hintragt, bucht einen Flug auf Ibiza. Lauft am Strand entlang. Geht im Chiringuito Bruno einen Drink und dann sieht die Welt schon etwas anders aus. Oder? Ungefähr. Du bist noch erst gerade in einem sehr anerkannten Magazin, wo sehr viele Fragen über dich gestellt worden sind. Ich wollte jetzt noch eine Frage stellen, die vielleicht niemand gestellt hat bis jetzt. Aller Zeiten. Das ist jetzt auch sehr spontan. Aber was ist eigentlich der Sinn vom Leben? Weil ich habe letztens in einem Hörbuch gehört, der Sinn vom Leben ist, dass du lebst. Wenn du am Morgen aufstehst und deine Augen aufmachst, ist das schon der Sinn vom Leben. Du musst gar nichts suchen. Solange du lebst, ist das der Sinn. Das habe ich noch cool gefunden. Was ist in deinen Augen der Sinn vom Leben? Gibt's das? Du, wenn ich jeden Morgen aufstehe und meine Lieblingskatze kann mich begrüßen. Gut, ich werde meistens noch Futter, aber kommt immer bei zwei Vötli zu mir.
Und dann schaue ich aber raus und sehe ich die Palmen und bitte nichts. Und dann denke ich, wow, ist das schön. Und ich habe das Glück, über 40 Jahre im Nachtleben, dass ich hier mit dir bin und lange noch eine lustige Geschichte kann erzählen. 40 Jahre? Ich glaube, ja, das Leben ist schön. Das Leben ist schön, la vita bella. 40 Jahre Nachtleben und Ulysses Prank sind immer noch seit 20. Sag mir mal schnell, wie machst du das? Machst du Sport? Ist es Ernährung oder ist es Nachtleben selber, wo jung behaltet? Weil man sagt immer, man geht kaputt im Nachtleben, aber du siehst noch frisch aus. Ja, positiv. Du siehst frisch aus. Danke für die Blumen. Positiv denken und ja, just a little bit rock and roll sometimes. Eben, sometimes a little bit rock and roll, schadet nie. Du bist mal in einem MTV-Interview gewesen, wo Millionen von Menschen im Fernsehen gesehen haben. Genau. Wenn du jetzt für 8 Milliarden kannst reden, wie der Papst oder sonst jemand, und du hast einen Satz, eine Botschaft an die Welt, was würdest du in der Welt mitgeben? Make love and not war. Hey, Applaus für das! Make love, not war, meine Freunde! Das ist Ulysses Brown, das ist wunderschön. Ich glaube, wir haben noch 2 Minuten und dann neigen wir schon wieder im Ende zu von diesem Talk. Dann gibt es noch eine kleine musikalische Untermalung. Dann sage ich noch Danke alle und dann fängt der Dino die Party an. Aber wir haben noch 2 Minuten. Ulysses, wir haben uns jetzt kennengelernt vor ungefähr 3 Jahren. Genau. Ein ganz verrückter Freund von uns, der Eugen Baumgartner. Oh, ja, ja, der Eugen. Das muss ich euch auch erzählen. Ist jetzt mal mit unserem Produzenten der Show, Roman Schumacher, und mit mir im Restaurant gewesen. Und ich habe gesagt, kannst du einer Person anrufen, in deinem Handy, wo interessant ist, wo wir etwas vielleicht weiter in Zukunft machen? Er hat gesagt, ich kenne da einen von Ibiza. Ich kenne da so einen Verrückten von Ibiza. Und er hat dir angerufen mit Lautsprecher und gesagt, schau, da ist der Korei. Kannst du dich noch daran erinnern, an das Gespräch? Ja, ja. Der Eugen, also. Und jetzt noch Korei. Ja, jetzt habe ich schon 2. Jetzt hast du schon 2. Das ist auf jeden Fall ein sehr grosser Betreuungsaufwand. Aber du schaffst alles auf jeden Fall, oder? Ich versuche es. Hey, das war schon wieder gewesen, fast. Fast, oh, mein lieber Freund. Ja, fast. Es gibt aber noch ein bisschen Live-Musik. Es gibt noch ein bisschen Live-Musik, super. Nur ganz wenig. Ich würde aber gerne die Zeit nutzen, bis wir mit dem Song starten, um noch schnell Danke sagen. Wir müssen nicht alleine hier. Danke dir. Wir haben noch ganz viele. Ulysses Braun, zuerst einmal Danke an dich. Gerne. Danke an Ibiza Reunion, an legendär an Sven Zimmermann, an das Restaurant Leos und das ganze Team. Roman, ja. Pictures, Mr. Doris, Digital Vision. Ich hoffe, ich habe nicht noch 10 andere vergessen. Und an alle Gäste, ich danke euch viel, viel mal. Macht mal einen riesen Applaus für euch selber und für Ulysses Brown. Danke viel, viel mal. Ich kann das Mikrofon gerne der Dame geben. Dankeschön. Kannst du schnell hier warten. Ulysses, es gibt nämlich noch eine musikalische Darbietung. Und dann sagen wir Tschüss, dann tun wir uns gemeinsam verabschieden und die Kamera winken. Das ist Ulysses Brown. DJ, ich glaube, wir starten den Song. Und zwar Ibiza Calling. Worldwide International, ja, baby. Okay, es geht los. Das, jawohl. Okay. Bisschen Leute noch die Musik gerne. Ibiza Calling, boots are made for walking. Wo ist die Lisa? Ibiza calling, boots are made for walking. Come on, come on. Champagne shower, falling in love tonight. Post your seatbelt, song by the prepaid. Everybody wanna make love on the beach. Put your hands in the air, wave it like you just don't care. Ladies and gentlemen, welcome. Fly at the boss, sunshine every day. W Hotel, toast to the good life. Show must go on till 6 in the morning. Everybody dancing, got $1 million smile on me. Falling in love, make it clap to this. We rap, feel the rhythm like ecstasy. Back to the 60s, peace, love and harmony. Chase your dreams, but enjoy the little things. 1, 2, 3, 4, Dom Perignon. Only good vibes, good nights, straight balling. Falling in love tonight, Ibiza calling, yes. Ibiza calling, boots are made for walking. Champagne shower, falling in love tonight. Ibiza calling, boots are made for walking. Champagne shower, falling in love tonight. Mystical nights on the island, free spirit, baby, all you need is love. Tell me, are you with me? Best to draw, give me a lighter. After the sun goes down, things get a little brighter. Flower power, champagne shower. After hour, whiskey sour, pearly sours. Ibiza calling, boots are made for walking. 6 in the morning, balling. We come all in, rags to riches, baby, Ibiza calling. Sunset, rainbows, order more bottles. Back to the 60s, peace, love and harmony. Chase your dreams, but enjoy the little things. 1, 2, 3, 4, Dom Perignon. Only good vibes tonight, straight balling. Falling in love tonight, Ibiza calling, yes. Ibiza calling. We don't
Joy, eyes all in summer. Keep it going, boots are made for walking. Come on, come on. Jumping shower, falling in love tonight. Keep it going, boots are made for walking. Jumping shower, falling in love tonight. Keep it going, boots are made for walking. Come on, come on. Jumping shower, falling in love tonight. Keep it going, boots are made for walking. Jumping shower. Falling in love tonight. Falling in love tonight. Leo, falling in love. Ibiza calling. Los, machen den Alarm. Ibiza calling. Aus. Applaus für euch selber. Danke vielmals. Danke vielmals. Ulysses Brown. Ulysses Brown, machen den riesen Applaus für Ulysses Brown. Wo ist er, unser Herr? Wo ist er, unser Mr. Ibiza? Himself. Hallo, Ulysses. Okay, Ulysses, er ist schon weiter. Er muss schon seine Gäste natürlich begrüßen. Sitzt schon im Flieger nach Ibiza. Ich würde sagen, wir sagen dann wieder mal Tschüss. Danke für mal, dass ihr da gewesen. Lisa Klein am Mikrofon. Danke Dankeschön. Euch allen. Das war keine Sanchez-Show. Bis bald, eben zurück. Ich liebe euch. Tschüss zusammen. Tschüss. Take care.